Starten wir mit den Basics. Was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Wie ist es einzuordnen? Für welche Aufgaben ist es geschaffen? Und vielleicht schon einmal ein bisschen Licht in die verschiedenen Begriffe und mal schauen, wie es wird. Also jetzt einmal eine kleine Einführung in das Thema. Was ist so spannend an dem Thema, beziehungsweise was ist der Unterschied zur normalen Programmierung sozusagen? Und das mal gleich zum Einordnen. Bei der normalen Programmierung geht es darum, wir haben eine Aufgabe, wir haben irgendwelche Daten und wir überlegen uns, nach welchen Regeln muss unser Algorithmus spielen, damit das gewünschte Ergebnis rauskommt. Also wir haben die Daten und wir bauen den Algorithmus, damit das gewünschte Ergebnis rauskommt. Das ist so die klassische Programmierung. Was ist jetzt anders in einem KI-Projekt? Bei der künstlichen Intelligenz funktioniert es normalerweise so, dass wir die Daten haben, die wir auch sonst haben, dass wir aber auch ein Ergebnis bereits vorweg haben und dann einen KI-Algorithmus sozusagen auswählen oder versuchen auszuwählen, der uns dann die Regeln erzeugt. Also normalerweise haben wir die Daten und programmieren die Regeln, in dem Fall, um das Ergebnis zu erreichen. Und in dem Fall mit der KI haben wir die Daten, wir haben das Ergebnis vorher und wir versuchen uns einen Algorithmus oder die Regeln generieren zu lassen, die eben zu dem gewünschten Ergebnis in der Zukunft kommen. Also kurz gesagt, einmal auf den Kopf gestellt, das Ergebnis vorweggenommen und ja, der Algorithmus soll rausfinden, wie kommt er vom Ausgang, von den Daten zum Ergebnis. Das ist mal so die Grundidee bei den ganzen KI-Themen. Grundsätzlich überschlagen sich ja die Ereignisse zum Thema KI. Also Googles KI hat den Tod vorhergesagt. In China werden Aufsätze von einer KI bewertet. In Japan wurden eine ganze Abteilung von über 200 Mitarbeitern entlassen im Bereich Versicherung, Risikoanalyse, weil es jetzt eine KI macht. In China ist KI allgegenwärtig im Bereich der Gesichtserkennung und vieles mehr. Aber was ist eigentlich der Unterschied jetzt zwischen KI, Machine Learning und Deep Learning? Nun ja, man spricht immer gern von KI, weil KI ist, sagen wir, ein Marketingwort. Ja, das lässt sich gut verkaufen. Wobei die KI eigentlich nichts anderes sagt als so quasi menschliches Verhalten simulieren. Da fehlt schon sehr viel drunter, ja. Also der klassische Turing-Test, den es da gibt, so quasi ein System ist dann intelligent, wenn es vom menschlichen Verhalten nicht unterschieden werden kann, an den die meisten Systeme übrigens scheitern, naja, ist dann sozusagen die perfekte künstliche Intelligenz. Nun gut, das ist es noch nicht ganz, oder wie auch immer, das ist auf jeden Fall KI, eine pure Simulation reicht schon. Beim Machine Learning geht es darum, das sind Algorithmen, die sich sozusagen selbst verbessern oder die bereits etwas lernen. Die lernen eben Regeln zu erstellen. Und dann gibt es noch das Thema Deep Learning. Deep Learning gibt es nur mit multilayer neuronalen Netzen. Ja, da gibt es Netze, die dann entsprechend mehrere Layer tief sind. Das gibt es dann signifikant später. Aber meistens, wenn es in der IT, in der Softwareentwicklung um Machine Learning oder um künstliche Intelligenz geht, geht es eigentlich um Machine Learning oder um Deep Learning. Deep Learning ist ja ein Teil von Machine Learning. Ja gut, dann gibt es noch die Themen mit starker KI, schwacher KI, Singularität. Heute stehen wir immer bei der schwachen KI. Da geht es darum, dass eine KI irgendwas kann, irgendwas gut kann. Und wenn eine KI sehr gut zwischen Äpfel und Birnen unterscheiden kann, dann kann sie das vielleicht übermenschlich gut, besser als jeder Mensch. Aber es kann auch nur das. Bei einer starken KI würde es mehr können. Da wäre es bereits so intelligent wie ein Mensch sozusagen. Da könnte es auch andere Aufgaben übernehmen, für die es nicht explizit trainiert wurde. Bei der Singularität ist es dann dahin, ja, vorbei für die Menschheit. Das kennen wir von von Hollywood, von den Sci-Fi-Filmen. Die Singularität ist dann, wenn die KI intelligenter ist als alle Menschen zusammen. Stand heute, wir sind immer bei der schwachen KI. Stand heute ist, wir haben noch einen weiten Weg zur starken KI und
Stand heute ist der Glaube zumindest so, wenn wir mal bei der starken Key sind, kann es durchaus sein, dass verdammt schnell geht zur Singularität. Aber mal schauen, wie es wirklich wird. Wenn wir über künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sprechen wollen, dann müssen wir sagen, was ist überhaupt Lernen? Was ist Lernen bei Menschen? Menschen lernen durch Erfahrung, Menschen lernen durch Imitieren, Menschen lernen durch Schlussfolgern. Ja? Als kleines Kind lernen wir laufen, indem wir andere beobachten, wie es geht, indem wir es dann selber probieren durch Erfahrung und indem wir mehr oder weniger Schlussfolgern, indem wir auf die Schnauze fallen und dann es wieder versuchen. Schlussfolgern ist eigentlich auch aus bestehenden Erfahrungen lernen, aus bestehendem Wissen lernen. Gut, wie lernt dann eine Maschine? Man könnte sagen, okay, Erfahrung wird abgebildet durch Daten. Schlussfolgern wird abgebildet durch Logik. Gut, die Abbildung von Logik, also die Idee, die wir, glaube ich, in den 70ern war, die populären in den 80ern, was heißt, okay, wenn wir nur die allumfassende Weltformel finden, ja, oder wenn wir genug Logik haben, können wir den Maschinen alles beibringen. Ja, davon sind wir inzwischen weiter weg, besser gesagt, weil wir inzwischen wissen, dass die Welt durchaus so widersprüchliche Eigenschaften hat, dass wir so Sachen wie Sarkasmus oder ähnliches durch Logik einfach nicht abbilden können. Also Logik alleine wird ein bisschen zu wenig. Okay, beobachten und imitieren ist ein bisschen schwierig im Normalfall, solange wir dem Computer keine Augen und so weiter, keine weiteren Sinnesorgane geben. Das heißt, arbeiten kann ich hauptsächlich durch Daten. Wenn wir schon beim Lernen sind, ist auch eine Frage, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Viele KI-Systeme sind ja dazu gebaut, Entscheidungen zu treffen. Und wir Menschen kennen zwei Arten von Entscheidungen. Rational, ja, da beziehen wir die Fakten ein, wir überlegen, wir wägen ab, welche Vor- und Nachteile hat's. Das können wir jemand anderen erklären, ganz nachvollziehbar, warum ist denn das so, damit der auch die Meinung hat. Und dann gibt es die zweite Art von Entscheidungen, die ist eher so, wie man sagt, vom Bauch heraus. Die kann man im Allgemeinen auch nicht wirklich erklären. Ja? Das ist ja vom Bauchgefühl einfach. So, stellt sich natürlich die Frage, wenn wir von einer künstlichen Intelligenz reden, trifft die die Entscheidung rational oder intuitiv? Überlegt mal kurz, pausiert mal das Video und überlegt mal kurz, wie wird eine KI eine Entscheidung treffen? Ist die eher rational oder eher vom Bauch heraus? Ich vermute jetzt mal, die meisten haben gesagt, eine künstliche Intelligenz, das ist was, das wird programmiert, da steckt Logik dahinter, da stehen harte Fakten dahinter, das wird rational sein. Tja, weit gefehlt. Im Sinne der Definition wird es schwer. Denn die Entscheidung zwischen Hund und Katze, was macht einen Hund aus, was macht eine Katze aus, was ist, keine Ahnung, das ist eher was, was uns schwer erklärbar macht. Also wir können nicht sagen, eine Katze ist eine Katze, weil sie hat 2 Ohren. Nein, das hat ein Hund auch. Weil ihre Schnurrhaare stehen, weil ihre Ohren sicher stehen, weil was weiß ich. Es ist relativ schwer zu erklären, warum etwas so ist. Also zumindest in diesem Fall. Auch bei der KI ist es so, dass sich eine KI ein Ergebnis liefert, aber nicht erklärbar ist, wie es zum Ergebnis kommt. Es bezieht auch nicht alle Fakten ein. Es sagt nicht, okay, weil ich, keine Ahnung, 5000 Bilder von Katzen gesehen habe, 20.000 Bilder von Hunden, 60.000 von Häusern und ich weiß, das ist alles, was ich weiß. Und deswegen kann ich genau erklären, eine Katze sieht so aus. Und ich wäge ab, wie schwer ist der Fehler, wenn ich was falsch mache. Ich kann dir genau erklären, was eine Katze ausmacht. Das ist alles nicht der Fall, sondern ich schiebe ein Bild rein, wenn es um Bildern geht, wie in dem Fall, ich schiebe ein Bild rein, hinten kommt raus Katze oder Hund. Ob das ein Panzer oder eine Gurke ist oder wirklich eine Katze oder ein Hund, schnurz egal, die KI kann auch nicht erklären, wie es auf das Ergebnis kommt. Also, das heißt, KI-Systeme würden von der Entscheidungsfindung eher auf das Thema intuitiv fallen.
was nebenbei erwähnt nicht sehr vertrauenswürdig klingt. Ja, klingt blöd, ist es auch, ist aber so. Die Forschung im Moment oder auch so manche Bestrebungen gehen dahin, die heißt Richtung Explainable AI, also dass sich die KI ihre Entscheidungen und Entscheidungsfindungen auch wirklich erklären kann. Soweit sind wir noch nicht, das ist aber in der Forschung. Was wir auch gleich vorab klären müssen ist, was kann eine KI und was kann es vor allem auch nicht. Und klassischerweise heißt beim maschinellen Lernen gibt es folgende Aufgaben. Es gibt Clustering, es gibt Classification, es gibt Regression. Clustering, Classification heißt Einteilen in zwei oder mehreren Klassen. Das Zusammenhängen, das Erkennen von Zusammenhängen, das Erkennen von Mustern. Wie in diesem Fall habe ich von TensorFlow online sozusagen das Beispiel mal durchlaufen lassen und da sieht man recht gut, die blauen Punkte und die gelben Punkte bilden alle einen Cluster, die gehören irgendwie zusammen und die KI soll erkennen, wo ist denn sozusagen der Rand, welche Punkte gehören wie zusammen. Das wäre so ein Clustering. Es gibt aber auch Regression. Regression geht zum Beispiel darum, wenn ich sage, okay, klassisches Beispiel, ich wohne in einer bestimmten Gegend und es soll vorhergesagt werden, wie viel ist meine Immobilie wert. Ja, eine Klassifizierung wäre zum Beispiel, ich habe handgeschriebene Symbole oder Zahlen und die KI erkennt mir, ob das eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder eine 9 ist. Also das sind so klassische Aufgaben, die eine KI löst, für die man eine KI trainiert. Andere Option oder anderes Beispiel für das Thema ist zum Beispiel, ich sehe einen Text, Amazon-Rezension und die KI soll mir erkennen, ist die eher positiv oder eher negativ zu meinem Produkt formuliert worden. Und das ist natürlich wieder sehr abhängig davon, worum es geht. Ja. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ist wie Dreck oder frisst den Dreck, das kann natürlich für verschiedene Sachen ganz unterschiedlich oder eher negativ behaftet sein. Wenn es um Staubsauger geht, ist diese Rezension vielleicht gar nicht so schlecht. Und weil die Regeln immer nicht so einfach sind und so eindeutig und sehr kontextabhängig sind, ja, deswegen brauchen wir eine KI, weil wir selbst die Regeln nicht so feingranular aufstellen können, weil wir die Regeln vielleicht gar nicht kennen und die KI soll uns die Regeln erstmal ermitteln, ja, weil wir die Zusammenhänge vielleicht so gar nicht formulieren können. Überlegt mal, wie würdet ihr erklären, was macht eine Katze aus, im Gegensatz zu einem Hund. Ja, so wirklich sehr sauber, formal erklären. Gar nicht so einfach. Ja, was kann eine KI übrigens dann auch nicht? Das ist zum Beispiel eine Vorhersage machen, wie was ist die nächste Primzahl? Was ist die nächste Stelle von Pi? Warum? Weil es keine mathematischen Muster gibt, wie die nächste Stelle zu ermitteln ist, außer sozusagen brute force-mäßig. Eine KI kann immer nur Muster erkennen, wo es Muster gibt. Wenn etwas total chaotisch ist, dann hilft die beste KI nichts. Ja, also da sind schon mal die Grenzen. Das Vorhersagen der nächsten Lottozahlen, nö, das wird nichts. Da ist es mit der Vorhersagen der nächsten Wahlergebnisse schon vielleicht schon ein bisschen besser. Aber Lottozahlen, ist nicht. Purer Zufall, funktioniert nicht. Nächste Stelle von Pi, bisher kennen wir kein Muster. Also falls eine Key etwas kann, dann gibt es ein Muster. Aber wir kennen noch keins. Nach dem besten Wissen, das wir jetzt haben, gibt es auch keins, also wird auch eine KI vermutlich versagen. Wer will, kann es ja mal ausprobieren. Zu guter Letzt noch, und dann sind wir, würde ich mal sagen, es reicht schon mit so den ganz groben Eckpunkten zu dem Thema, mal soweit erledigt. Wie schaut eigentlich so ein Ablauf eines Machine Learning Projektes auf, zumindest wenn es um Supervised Learning geht, was dann häufig der Fall ist, aber nicht immer. Und was macht so ein Data Scientist eigentlich? Ja, das ist eine Jobbeschreibung, die hat es bisher nicht wirklich gegeben, erst in den letzten Jahren aufgekommen.
Und der kümmert sich eben darum, aus Daten irgendwelche Informationen, neue Kenntnisse zu gewinnen. Früher hat das übrigens Data Mining geheißen. Aber jetzt ist es künstliche Intelligenz. Jetzt machen wir ein Machine Learning Projekt. Und das läuft normalerweise so ab. Wir sammeln Daten, dann wird es noch normalisiert. Und wie gehen wir mit fehlenden Daten um, mit unzulänglichen Daten etc. Ah, dann gibt es eine Feature Extraction. Wir werden uns über Features noch unterhalten. Was sind Features? Wozu brauchen wir die? Schlussendlich gibt es aus den Daten, oder erklären wir es gleich, Features sind aus den Daten generierte einzelne Werte, könnte man sagen. Und das ist immer eine Vereinfachung, immer ein Modell der Wirklichkeit. Wir haben meistens nicht alle Parameter, die es in der freien Natur wirklich gibt, sondern wir haben immer nur ein Subset, einen Teil davon. Also einen Ausschnitt. Und aus diesem Ausschnitt, aus diesen Features, aus den einzelnen Features dieser Wirklichkeit, dieser Daten, versuchen wir dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein Modell zu trainieren. Weil das meistens nicht gleich immer von Beginn an funktioniert, machen wir es mehrfach, passen einzelne Parameter an. Und wenn das Trainieren endlich mal erfolgreich war, dass wir entsprechend gute Werte rausbekommen, was das heißt und wie das funktioniert, schauen wir uns in späteren Videos natürlich an. Dann haben wir mal ein KI-Modell. Und dieses KI-Modell können wir dann anwenden. Das heißt, dieser ganze Data Scientist etc. macht quasi alle Schritte bis zur Anwendung. Und die Anwendung ist dann wieder klassisches Software Engineering, wo wir einfach hergehen und einfach dieses Modell laden mit idealerweise 2 Zeilen Code und dann einfach nur die neuen Daten, die wir haben, wieder durch die gleiche Normalisierung jagen, wieder durch die gleiche Feature Extraction jagen und dann einfach durch dieses KI-Modell jagen, um dann entsprechend eine Aussage zu treffen, ob, was weiß ich, dieses Muttermal ein bösartig oder gutartig ist, also ein Karzinom oder nicht, ob, keine Ahnung, was auch immer. Ja, also alle Sachen, wo heutzutage KI angewendet wird oder vielleicht auch in Zukunft angewendet wird. Gut, das soweit mal zur ganz groben Einführung zu dem Thema. Wir sehen uns noch an, was heißt eigentlich Supervised Learning, was heißt Unsupervised Learning, welche Algorithmen gibt es in den verschiedensten Varianten, was ist Reinforcement Learning, ja, und so weiter und so weiter. Ich befürchte fast, das wird eine längere Serie und selbst der Theorieteil könnte unter Umständen etwas lang werden. Mal schauen, solange ihr Spaß habt, bleibt dabei und sonst einfach die eine oder andere Variante überspringen. Viel Spaß! Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.